Hallo, dieses Video ist ein Tutorial zu dem Versuch V7 Wanderungsgeschwindigkeit eines Ions. Worum geht es in dem Video überhaupt? Als allererstes gibt es eine kurze Einführung in den Versuch, danach die Erklärung zu den theoretischen Grundlagen, danach stelle ich die praktische Durchführung vor und als letztes dann die Auswertung. In diesem Versuch soll also nun die Wanderungsgeschwindigkeit V eines Ions gemessen werden. Dies geschieht über zwei unterschiedliche Elektrolyte, in unserem Fall KNNO3 und KMNO4. Diese werden vorsichtig übereinander geschichtet und auf diese wirkt nun ein elektrisches Feld. Aufgrund des eingesetzten elektrischen Feldes wandern nun unsere Ionen, also unsere Permanganat-Ionen, zur Anode. Und diese Wanderung der Farbgrenze kann dann nun beobachtet werden und am Uhrrohr abgelesen werden. Aber mehr dazu kommt gleich im weiteren Verlauf des Videos. Kommen wir nun zu den theoretischen Grundlagen. Da sich das Ion ja in der Elektrolytlösung bewegt, muss es ja eine Kraft erfahren. Und diese Kraft ist definiert als Fe gleich Z mal E mal groß E. Z ist hierbei die elektrochemische Wertigkeit, also wie wertig ist das Ion, was sich bewegt. E ist die Elementarladung und E ist die elektrische Feldstärke. Also ist die Kraft, die auf ein Ion wirkt, abhängig von der Wertigkeit und von der Feldstärke. Jedoch gibt es eine Kraft, die entgegengesetzt unserer anderen Kraft Fe wirkt. Diese wird auch Stokesche Reibungskraft Fr genannt. Sie ist definiert als 6 mal Pi mal Eta mal R mal V, wobei Eta die Viskosität des umgebenden Mediums ist, R der Radius des hydratisierten Ions und V die Wanderungsgeschwindigkeit des Ions. Nach kurzer Zeit stellt sich also ein Kräftegleichgewicht ein und damit auch nach kurzer Zeit eine konstante Geschwindigkeit nach V aufgelöst. Ein weiter wichtiger Parameter für unser Versuch ist U. U steht für die Beweglichkeit eines Ions in einem bestimmten Medium. Da U nun gleich V durch E ist, kann man nach U umformen und erhält U ist gleich Z mal E geteilt durch 6 mal Pi mal Eta mal R. Kommen wir nun zur molaren Leitfähigkeit. Die molare Leitfähigkeit Lambda ist gleich Z mal U mal F. F steht für die Faradaysche Konstante. Somit ist die molare Leitfähigkeit abhängig von der Beweglichkeit U und der Wertigkeit eines Ions. Somit ist dann auch die Wanderungsgeschwindigkeit V über die Wirklichkeit U mit der molaren Ionenfähigkeit Lambda verknüpft. Wichtig zu wissen ist, dass Wanderungsgeschwindigkeit, Ionenbeweglichkeit und die molare Ionenleitfähigkeit stark von der Zusammensetzung des Elektrolyten abhängig sind. Deshalb findet man in der Literatur auch nur Werte für ideal verdünnte Lösungen bei 298 Kelvin. Ein solcher idealer Wert für unser Permanganat-Ion ist 61,3 Siemens mal Zentimeter Quadrat pro Mol. Der ideale Wert für unser Kaliumkation ist 73,4 Siemens mal Zentimeter Quadrat pro Mol. Die molare Grenzleitfähigkeit Lambda 0 für KMNO4 erhält man einfach aus der Addition von den molaren Ionenleitfähigkeiten, nämlich einmal für unser Permanganat-Ion und unser Kaliumion. Das ergibt zusammengesetzt 143,7 Siemens mal Zentimeter Quadrat pro Mol. Kommen wir nun zu der praktischen Durchführung. Hier steht im Skript eine Aufgabenstellung. Bestimmen Sie die Wanderungsgeschwindigkeit des MnO4-Ions bei zwei unterschiedlichen Feldstärken. Tragen Sie dazu die Wanderungsgeschwindigkeit gegen die Zeit auf und ermitteln den Anstieg der Geraden. Vergessen Sie nicht, die Temperatur in Ihrem Messprotokoll aufzunehmen. Wanderungsgeschwindigkeiten weisen eine starke Temperaturabhängigkeit auf. Berechnen Sie aus den Wanderungsgeschwindigkeiten die Beweglichkeit U minus, die Ionenleitfähigkeit Lambda minus und den Radius des hydratisierten MnO4-Ions R minus. Die benötigten Viskositätswerte für Wasser finden Sie im Anhang. Zunächst eine Erklärung über die Gegenstände, die verwendet werden. Hier im linken Bild die zwei Elektroden, ein kleiner Gummischlauch mit einem Lineal, um später den Abstand der Elektroden zu messen. Rechts im Bild die zwei Elektrolytlösungen, einmal KMNO4 und KNO3.
Das Besondere an der KMNO4-Lösung ist, dass sie mit 80 Gramm Harnstoff versetzt ist, zusätzlich um die Dichte zu erhöhen, um schönere Schichten der Trennung zu erhalten. Hier nochmal alle Gegenstände des Versuchs, das U-Rohr, die Elektrolytlösungen, die Elektroden, der Gummischlauch, unser Spannungsmessgerät, unser Stromstärkemessgerät, die Uhr, hier auch unser U-Rohr nochmal von Namen. Hier kann man auch ablesen, um den genauen Stand der Schicht zu ermitteln. Kommen wir nun zur Vorbereitung. Als allererstes gießen wir mit zum Hahn MNO4-Lösung in den Trichter und lassen sie in das U-Rohr aufsteigen und schließen danach sofort den Hahn, verdünnen die im U-Rohr übrig gebliebene NO4-Lösung mit K03 und saugen sie ab. Als nächstes bleibt der Hahn geschlossen und wir gießen die KNO3-Lösung bis zur 3 cm Marke in das U-Rohr, setzen die Elektroden auf gleiche Höhe und messen den Abstand mit dem Gummischlauch wie im gezeigten Bild. Als nächstes werden die Elektroden richtig im Stromkreis verbunden, wie hier im gezeigten Bild. Jetzt lässt man langsam die MNO4-Lösung unter die KNO3-Lösung aufsteigen, so dass keine Verwirbelungen auftreten und saubere Schichten gebildet werden, wie hier in den Bildern zu sehen ist. Hier sieht man nun zwei saubere Schichten. Die gewünschte Grenzschicht hat sich also eingestellt und man kann den ersten Messpunkt notieren, nämlich bei T0 gleich 4 cm. Hier sollte man immer versuchen, an den schwarzen Stellen abzulesen und nicht an den rosanen, ungefähr hier. Und immer nur der gleiche Versuchspartner, da sonst unterschiedliche Messergebnisse auftreten können. Hier ein ungefähres Aussehen des Messprotokolls, Überschrift V7 Wandlungsgeschwindigkeit, Datum, Name der Versuchspartner, Temperatur, hier die erste Messung bei Feldstärke V gleich 1 Volt pro Zentimeter, in 5er Schritten bis 25 Minuten, dann die Höhe links ablesen bzw. dann die Höhe rechts ablesen, und dasselbe dann nochmal bei der zweiten Messung bei der Feldstärke 3 Volt pro Zentimeter. Hier eine Fotoreihe von meiner Messung von 5 Minuten bis zu 25 Minuten. Nach 25 Minuten ist der Versuch beendet. Und man sieht hier deutlich, dass die linke Seite höher gestiegen ist als die rechte Seite. Das ist zu erklären, dass links also die Anode ist und rechts die Kathode, denn das Anion, das MNO4-Anion, ist zur Anode gewandert. Nun meine Fotoreihe zur zweiten Messung. Hier wurde bis 10 Minuten gemessen und zwar bei 3 Volt pro Zentimeter. Auch hier erkennt man deutlich, dass die linke Seite gestiegen ist und die rechte Seite gesunken ist, also links die Anode und rechts die Kathode ist. Ich las am linken Schenkel 4,5 cm ab und beim rechten Schenkel 2,5 cm. Hier ist auch an der Kathode Wasserstoff entstanden, das ist der rechte Schenkel. Das beweist, dass es die Kathode ist, denn nur hier kann Wasserstoff reduziert werden. Zu allerletzt folgt die Auswertung. Hier befindet sich die erste Messung, hier die zweite Messung. Als erstes versucht man, die Streckendifferenz des linken und des rechten Schenkels zu ermitteln. Und als letztes dann der Mittelwert vom linken und vom rechten Schenkel. Da wir nun den Weg gegenüber der Zeit auftragen, müssen wir noch die Zeit in Sekunden umrechnen und den Weg in Meter und können dann anschließend ein Diagramm erstellen, in dem die Y-Achse der Weg in Meter ist und die X-Achse die Zeit in Sekunden. Und die Steigung ist nun die konstante Geschwindigkeit, die wir zu Anfang in den theoretischen Grundlagen besprochen hatten. Das ist das Diagramm zur Feldstärke 1 Volt pro Zentimeter. Hier nun das zweite Diagramm zu 3 Volt pro Zentimeter die Feldstärke. Hier auch wieder Y-Achse Weg in Meter, Y-Achse die Zeit in Sekunden.
Und auch wieder ist die Steigung hier unsere konstante Geschwindigkeit. Zu unseren beiden Diagrammen können wir auch eine lineare Regression berechnen. Einmal hier und hier. Der erste Wert der linearen Regression entspricht der Steigung und der zweite Wert dem y- und Achsenabschnitt. Da wir die Konstante v ja von dem ersten Versuch bzw. dem zweiten Versuch bestimmt haben, können wir nun u berechnen. U ist also unsere Steigung v mal 100 und auf Zentimeter zu kommen, geteilt durch unsere Feldstärke, nämlich 1 Volt pro Zentimeter, deswegen auch geteilt durch 21, um auf diese 1 Volt pro Zentimeter zu kommen, da wir V gleich 21 Volt eingestellt haben. Dies zeigt auch, dass der Abstand der Elektroden 21 cm war. Um U2 zu berechnen, gehen wir analog vor. Wir nehmen wieder die Steigung V, unsere Konstante, mal 100 und auf Zentimeter Quadrat zu kommen, später, und teilen unser V durch die Feldstärke, 3 Volt pro Zentimeter. Die Formel dazu wurde in den theoretischen Grundlagen geklärt, denn U gleich V durch E. Als nächstes wird die molare Leitfähigkeit berechnet. Dies wurde auch in den theoretischen Grundlagen die Gleichung vorgestellt. Das geht einfach mit U mal die Faradaysche Konstante mal Z. Z ist die Wertigkeit, die ist hier 1. Und wir bekommen hier 42,27 Siemens mal Zentimeter Quadrat pro Mol raus. Und bei der zweiten Messung 49,01 Siemens mal Zentimeter Quadrat pro Mol. Um nun den Radius des hydratisierten Ions zu bestimmen, kann man nun eine Gleichung, die auch in den theoretischen Grundlagen vorgestellt wurde, umformen nach R. Somit ist R gleich Z mal die Elementarladung geteilt durch 6 mal Pi mal die Viskosität Eta mal U. Die Viskosität Eta kann aus Tabellenwerken entnommen werden, welche sich im Praktikumsskript befinden. Als Quelle benutzte ich das Praktikumsskript zur physikalischen Chemie. Ja, das war's auch schon mit meinem Video. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche viel Spaß bei dem Versuch.